Hallo, ich habe heute mal eine kleine Frage in die Runde. Und zwar gibt es ja Menschen, die sind einem unsympathisch. Und ich denke eigentlich, da ist nichts gegen einzuwenden, wenn man ihnen aus dem Weg geht. Wenn man einfach sagt, man meidet sie, man ist höflich in einer gewissen Weise, aber man setzt sich nicht näher mit ihnen auseinander. Je nachdem kann man das auch deutlicher machen und auch sagen. Also ich finde, das ist relativ unproblematisch. Meine Frage ist jetzt, wenn mir jemand aus einer der markanten Minderheiten begegnet, also ich habe das in der Realität so noch nicht gesehen, aber man sieht das jetzt sehr häufig in Videos, da kommt einer und sagt, ich bin der XY irgendwas und meine Pronomen sind was weiß ich was. Und ich habe gar keine Lust, mich mit fremden Pronomen auseinanderzusetzen und mich mit Personen auseinanderzusetzen, die solche Forderungen direkt an mich bringen. Jetzt ist für mich die Frage, darf ich die dann meiden? Darf ich dann einfach sagen, interessiert mich nicht sonderlich, ja, werd du glücklich mit deinen Pronomen, aber lass mich damit in Ruhe. Ist das möglich oder ist das schon Diskriminierung? Muss ich mich dafür interessieren? Muss ich mit den Menschen dann auch in einen engeren Kontakt treten? Ist das ein Anspruch? Und andersrum ist dann die Frage, kann ich dann zu denen hingehen und kann sagen, übrigens, mir ist die katholische Kirche sehr wichtig. Da würde ich jetzt gerne auch mal einen theologischen Disput führen. Das gehört zu meiner Identität. Muss er sich dann auch darauf einlassen und die Kirche gut finden? Also, das würde mich jetzt mal so interessieren. Wie sind denn dazu die Meinungen?